kann sich nur um Stunden handeln, womöglich. Soll hier das Recht auf Demonstrationsfreiheit nicht gewahrt werden, zumindest nicht in der ursprünglichen Form. Wenn ich jetzt mal großes Platz gelaufen, und jetzt gerade hier angefangen, da wieder nach vorne rennen, sollen wir dann vielleicht noch unterwegs sein. Ich komme hier eben ganz durch die Mauer durch. Dann bin ich auch wieder hier schön unbedingt nach vorne. Auf der rechten Straßenseite scheint man schon zu sein. Tut mir leid für die rechten Lichtverhältnisse. Ja. Gehen wir jetzt nach vorne. Schließ nach vorne auf, um hier eine weitere Fahrt im Boot zu verhindern. Die Autofahrer werden hier ich noch länger festgehalten. Noch ein Polizeitrupp. Eieiei. Haben auch noch begrenzte Kapazitäten heute. Unpassend werden lassen. Ja. Wohl erkannt, die Leute waren ja alle auf einer Rüstungsplatz. Zur Abschlussumgebung. Ja.
haben wir hier noch? Zu viel in der Scheiße zu reden. Nicht. Ach so, wundervolle Polizeiarbeit. Genau, ist irgendwie auf dem Platz, wird gesagt. Hier natürlich mit. Weil wir noch ein bisschen hier. Muss euch jetzt aber auf den Boden stellen, um hier einen zweiten Akku in die Kamera reinzumachen. Nee, so liegt jetzt auch nicht. So, hier geht es jetzt in Runde 2. Weil diejenigen, die sich dann nachher nochmal anschauen werden. So, sorry Leute, ich musste eben meine Schuhe noch zusammenpacken. Aber die Bahn hier hat die Fußgänger, hat in Kauf genommen, Fußgänger zu überfahren. Da sollte man den Fahrer mal ausfindig machen. 20.27 Uhr, Augustusplatz. Augustusplatz wieder zurück. Ich sehe die Stadt. MDR auch vor Ort. Am Donnerstag hat man da im letzten, im vierten Livestream die AD-Mädchen. Mahnwache. Lügengrenze! Da wird jemand auch die Kopf und ähnliches. Um klar zu machen, dass man hier dieser Berichterstattung definitiv nicht mehr beiwohnen wird, möchte. Das soll denn ein Zeichen sein für die Verantwortlichen dahinter. Definitiv. So, hier. Ich habe mich jetzt hier erstmal eingefunden. Hier drüben können auch noch ein paar zu sein, aber ganz, ganz wenige. Und der nächste. Also es nimmt. Ich muss trotzdem selber wieder umschalten. Also es ist ein interessanter Tag hier heute in Leipzig. Mir abzusehen, dass es interessant wird. Also die Antifa schafft es. Das Recht auf Demonstrationsfreiheit, ja, dass dies nicht gewahrt wird, dass die Polizei keinen Grund sieht, zumindest die Entscheidungsgeber, dass man da eben mal agiert und die ein paar Hanseln wegräumt. Also Kräfte waren vor Ort, alle waren sie bei Helm, direkt als es losging direkt. Und ja, jetzt wird es eine Abschlusskundgebung geben. Wir hatten eben eine Straßenbahn, die fast wahrscheinlich Menschen umgefahren hätte, so genau haben wir es nicht gesehen, aber auf jeden Fall in Kauf nahm. Nur um den Fahrplan einzuhalten. Gut, bei Maskenverweigerern kennen wir es ja auch nicht anders. Auch da soll dann weiterhin der Fahrplan eingehalten werden, bevor eine Polizei dann kommt. Da rufen sie die dann lieber für die nächste Station. So, und wieder umdrehen. Also hier kommen jetzt die Leute wieder zurück. Wieder auf der rechten Straßenseite. Das Licht ist leider etwas zu schlecht. Ich würde behaupten, es sind weniger geworden. Seit vorhin. Ach, und hier sind noch die Leipziger Antifas. Wobei. Die waren in der Vergangenheit sogar dokumentiert.
auch wenn dafür schon jetzt eine Anstieg auf Weichweite, da geht es aber nicht hin. Da habe ich einen ganz weiten Abstand. Immer mehr Polizisten an. Ja, auch wieder an die Fans oder wie? Wir gehen weg von denen. Das Fahrenpotenzial zu hoch. Mal schauen, wie das ist. Ja, minimal. Aber es könnte leider nicht reichen. Schade. Kann ich den Schloss wieder ausmachen. Ich bin auf jeden Fall die auf die Konzentration, wie es aussieht. Was aber interessant ist, selbst wenn jetzt, wenn man da sagt, die Erstprovokation ging, ja, wobei nicht Erstprovokation, aber die Erstgewalt ging jetzt von der Hauptveranstaltung aus, bleibt man trotzdem hier. Schauen wir uns jetzt ein bisschen älter Pist, wie der sogenannten Gefahr entgeht. Ich will das. Was? Ich bin froh, Leute. Eure Polizei ist nicht so ein Scheiß. Sammeln uns Wander! Wo ist denn jetzt hier die Polizei? Eure Politik, ob die Leute so gespalten sind. Ihr seid schuld, wenn sie sich hier ja, schau doch, wo ist da die Polizei? Großteil wird man noch bei der Antifa sein. Dann berichtet doch mal offen, was hier läuft. Und ich nicht. Das ist nicht, das kann ich nicht. Wir sind friedlich. Wir sind friedlich. Wir wollen hier Abschlussgottgebung, da könnt ihr euch noch mit zusammen. Wir müssen hier keinen Stress machen. Was wollen die uns nur unterstellen? Da sind ja welche, die haben Aggressivität in sich. Das verstehe ich auch. Aber das löst ihr nicht. Das verschärft die ganze Scheiße hier noch. Findet sich eine Polizeiwand.
Okay, dort hinten. Man scheint dann zu seinen eigenen Autos hier zu rennen. Ich hoffe, er kennt hier noch irgendwas. Dort hinten Mast Blaulicht. Da wird es dann Richtung Hauptbahnhof gehen. Und wir gehen hier runter und schauen, dass wir noch was von der Abschlussrundgebung mitnehmen können. Deswegen hier auf den Platz zu kommen und diszipliniert zu sein. Ich werde jetzt mit dem Versammlungsleiter Rücksprache halten, dazu, wie es weitergeht. Aber kommen Sie jetzt bitte auf den Platz. Wir sind hier relativ in Sicherheit durch die Hamburger Gitter. Bitte kommen Sie möglichst nah an das Mikrofon ran. Menschen, also zumindest die, die mich hier jeden Montag begleiten, die hier schon seit Monaten laufen, kommt doch bitte und bringt alle mit. Wir gehen hier auf die Fläche vor den Mendelbrunnen. Die Trommler können hier auch nochmal ordentlich Gas geben. So, das war natürlich alles nicht so geplant heute, aber wir kennen das schon. Wir sind das gewöhnt von Leipzig, dass wir hier mit Straßenblockaden zu tun haben. Ich fand es einfach klasse, wie viele Menschen heute hier auf dem Augustusplatz waren und ihren Unmut kundgetan haben, egal aus welcher Organisation oder Partei. Ich denke, die Not wird uns noch näher zusammenbringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann alle mal hier zusammen auf den Platz gehen und um den Ring gehen. Wir haben es in der Vergangenheit hier in Leipzig so gehandhabt, wir haben zu unseren Demonstrationen immer gebeten, auf Parteiwerbung zu verzichten und haben hier, sag ich mal, so einen Boden geschaffen, auf dem Rechte und Linke gemeinsam auf die Straße gehen konnten. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich freue mich trotzdem, dass die Freien Sachsen sich angeschlossen haben. Also wir müssen einfach zusammenhalten, das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen. Es geht hier einfach um zu viel. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, die Sanktionen, die unseren Wohlstand, unsere Industrie, unsere Landwirtschaft vernichten, also damit muss einfach Schluss sein. Wir wollen, dass Nord Stream 2 geöffnet wird. Wir wollen, dass wir gut nachbarschaftliche, freundschaftliche Beziehungen zu Russland pflegen. Dass deutsches Know-how und russische Rohstoffe zusammenfließen. Ja, das wäre ganz wichtig und wie gesagt, dass wir hier nicht weiter in Armut abdriften. Und ich bin persönlich auch davon betroffen, dass ich es einfach nicht mehr leisten kann. Und deshalb gehe ich hier schon seit Monaten auf die Straße und auch jeden Mittwoch nochmal 19 Uhr ab Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz für den Frieden. Ich möchte hier gleich nochmal was bekannt geben. Wir sind nächste Woche und übernächste Woche starten wir ab Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz. Das ist ganz wichtig. Und damit ist es. So, jetzt ist mir leider hier das Handy ausgegangen. Warum? Das Mikrofon ist jetzt ausgegangen. Also ich würde mich freuen, wenn ich dann auch wieder dort ganz viele Menschen begrüßen kann und wir versuchen dann zum wiederholten Male unseren Aufzug durchzuziehen. Ich möchte jetzt noch ganz herzlich jemanden begrüßen, den ich auch schon auf YouTube erlebt habe. Finde ich ganz klasse. Und zwar Anton Jens würde hier noch ein paar Worte an die Menschen richten. Ne? Aber viel lieber wäre mir, es könnte sich doch mal kurz jemand um das Mikrofon kümmern. Okay, es wird gerade Notstrom aufgetankt und dann geht's weiter. Kleinen Moment. Das ist eigentlich auch die Gelegenheit, also für Herrn Anwell Jens würde ich gerne warten, bis das Mikro passt. Ja, das Mikro wird Notstrom geladen. So, super. Möchte noch jemand was sagen? Was vorsingen? Ja, okay. Wir können jetzt hier nochmal raus aus der NATO, raus aus der NATO, raus aus der NATO, raus
Freiheit, damit muss Schluss sein. Wir fordern einen Friedensvertrag, wir fordern Souveränität für Deutschland. So, da gehen mir die Worte ein bisschen aus. Also ich bin Privatperson, ich gehöre keiner Partei oder Organisation an. Wie gesagt, bin hier vor ein paar Monaten in die Funktion des Anwältes gerutscht. Ich bin es auch überhaupt nicht gewöhnt, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ich gebe mir Mühe jedes Mal. Der Strom ist da, super. Und sehr schön. Herr Lenz. So, das Mikro steht zur Verfügung. Hat das jemand jetzt? Ist es wieder ein? Jawohl. Meine Herrschaften, hier ist wieder Rechtsanwalt Lorik als Ordner. Ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig für das, was jetzt gerade passiert ist. Und zwar ist Folgendes passiert. Sie sind jetzt losgelaufen und Sie waren eher, wenn das so aussieht, eher im hinteren Teil. Der vordere Teil ist weitergekommen als Sie, zog hier an mir vorbei und dann bekam ich die Nachricht, ungefähr 200 Meter von hier entfernt, ist es zu einer Straßenblockade gekommen und dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis Schlägereien ausgebrochen sind. Und dann habe ich hier, ich habe keinen Kontakt gehabt mehr zur Führung von Freien Sachsen und von Versammlungsleitung, und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich mir mit Frauen, Kindern und älteren Leuten nicht getraue, in eine Schlägerei zu gehen. Ich schaffe es nicht mit vier Mann, sie zu schützen. Es sind Hallo, ist hier der Schacht weg? Kann mal irgendjemand bitte... Hallo, Strom! Wo ist die Technik der Bewegung Leipzig? Ja, ich bin auch wieder mal so drin, wo... Ich bin hier bei der So, meine Herrschaften, ich muss jetzt mit diesem Megafon hier weiterarbeiten. Wie es übrigens aussieht, kommt die Spitze unseres Zuges jetzt auch gerade auf Platz. Warte, ich habe hier ein Mikro. Ja. Ich habe hier ein Mikro, warte. Ja, danke. So, danke. Wir machen es da an. Ich hoffe, da ist noch was drin. Da kommt noch Batterie. Hier hast du ein Mikro. Jetzt geht's wieder. So, wenn ich das richtig verstehe, sind jetzt die Spitzen des Zuges auch wieder da, richtig? Gut. Also ich war gerade bei der Erklärung, was hier passiert ist. Passiert ist, dass die Spitze des Zuges sich plötzlich einer Straßensperre gegenüber sah. Richtig? Gut. Dann bekam ich die Nachricht, dass Schlägereien ausgebrochen sind. Richtig. Gut. Der hintere Teil hat von den Schlägereien nichts mitbekommen. Nee, vorne waren keine Schlägereien. Waren keine Schlägereien. Das haben wir merklich. Gut. Lange wie es sei, es wie es sei. Ich hatte mich mitgezählt, vier Mann. Und in den Demonstrationszug waren 4200 Teilnehmer. Der eine oder andere hat mich vielleicht zählen sehen. Es können auch 400, 500 Personen falsch gezählt worden sein. Es können auch vielleicht auch nur 3500 gewesen sein. Aber ich habe wegen der Durchlaufzählung 4200 gezählt. Und ich bin leider nicht Bruce Lee. Ich kann mit vier Mann nicht 3000 Mann schützen. Ich habe deswegen aus eigener Initiative beschlossen, Sie mit Hilfe der Polizei hier auf den Platz zurückzugeleiten. Und ich danke Ihnen für Ihre Disziplin und für Ihre Einsicht. Für Ihre Disziplin und Ihre Einsicht. Ich muss entschuldigen, ich bin auch nicht mehr jung. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Atmen, aber es geht.
Es haben ja viele nur darauf gewartet, Prügeleien zwischen Linken und Rechten zu sehen und filmen zu können. Aber nein, es hat niemand sowas filmen können. Und das ist der eigentliche Sieg. Meine Herrschaften, ich danke Ihnen nochmals vielmals. Ich übergebe jetzt das Mikrofon wieder an den stellvertretenden Versammlungsleiter, Herrn Robert Andres. Ich will Sie noch auf eins aufmerksam machen. Hier in der Nordwestecke hat es, während Sie nicht da waren, von so ein paar Halbwüchsen körperliche Angriffe gegeben auf Teilnehmer hier auf dem Platz. Ich gehe jetzt dort mit den verbliebenen Ordnern hin und mache eine Sperrkette. Aber passen Sie bitte ein bisschen mit auf. Und wenn ich noch 10, 12 handfeste Männer mehr hätte, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Bitte in die Nordwestecke dort in Richtung auf den Weisheitszahn dort. Danke vielmals und es spricht Robert Andres. So, erstmal vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass heute so viele Leute nach Leipzig gekommen sind und gemeinsam mit uns für eine bessere Zukunft auf die Straße gegangen sind. Wir hätten jetzt noch einen Redebeitrag, den Luca von der Freien Jugend. Er ist gerade mal 14 Jahre alt und würde gerne noch ein paar Worte an euch richten. Liebe Widerständler, liebe Demonstranten, liebe Protestler, ich appelliere an euch, geht weiterhin montags auf die Straße. Wir sind so viele und wir werden weiterhin mehr. Macht weiter, bleibt stark und lasst euch nicht von diesem roten Gesindel da hinten einschüchtern. Wir sind mehr! Wir sind mehr! Wir sind der Souverän und wir sind das Volk und das muss uns wieder klar werden. Bis zur Revolution werden wir hier auf der Straße stehen. Danke! So, jetzt haben wir noch den Redner, der eigentlich im Vorprogramm schon sein sollte, der Herr Lenz. Einen wunderschönen guten Abend, Anselm Lenz mein Name, ich bin Journalist in Berlin und das bin ich auch geblieben, trotz der ganzen Lügerei, die im Grunde verordnet worden ist. Ja, vielen Dank auch nochmal in einem solchen Fall dann sich zu entscheiden, umzukehren. Die revolutionäre Demokratiebewegung wird aber nicht umkehren und sich von solchen gefälschten Linken wie dort drüben auch nicht davon abhalten lassen. Denn diese Gegenseite hat nichts anderes im Sinn, als im Grunde dieselben oder ganz ähnliche Forderungen zu stellen und die dann irgendwo in der Mülltonne zu verklappen und abtransportieren zu lassen. Das kennen wir von der Linkspartei. Die hat nie etwas anderes erreicht, als es auch zuvor die SPD in der BRD nicht erreicht hat. Nämlich einfach die tatsächlichen Forderungen mitzunehmen, sich feisteste Funktionärsgehälter bezahlen zu lassen. Gregor, du bist der Erste, den wir enteignen. Und das einfach mitzunehmen und am Ende zu sagen, naja, aber immerhin hatten wir es mal kritisiert. Das endet in dem Moment, in dem eine Gegenseite anfängt, hier auch noch ein solches genozidales Spritzenregime aufzuziehen. Das ist tatsächlich der Moment, in dem es tatsächlich nur noch ein Oben und ein Unten gibt und kein Links und Rechts mehr. Dieses Regime wird beendet werden, koste es, was es wolle. Ihr seid derartig am Ende. Und da gibt es auch kein Zurück mehr. Es gibt keine Ausreden mehr. Und auch nicht für einen Berufspolitiker wie Gregor Gysi, der immer noch versucht hat, so das eine oder andere mal anzumerken und sicherlich auch hier und da mal etwas erreicht hat. Seit zweieinhalb Jahren zu ignorieren, dass die gesamte Bevölkerung in diesem Land nach Strich und Faden belogen wird und vollkommen unklar ist, mit welchem Ziel.
dann ab 27. Dezember 2020 auch noch zu ignorieren, dass die körperliche Integrität der Menschen angegriffen wird, von uns allen, wird nicht nur belogen, sondern auch physisch drangsaliert werden. Überfälle auf Anwälte, Ärzte, auf Privatpersonen. Dann vollkommen wahnwitzige Terroraktionen gegen das Volk auf der Straße. So dass sogar der UN-Folterkommissar, Kommissar gegen Folter, Nils Melzer, begann zu ermitteln gegen Merkel, gegen Barbara Slowik, gegen den damaligen Berliner Innensenator Andreas Geisel, vielen Dank, und weitere, die das initiiert haben und die es geduldet haben. Und natürlich gegen die Durchführer, die so etwas tun. Denn dafür gibt es klare Verantwortlichkeiten. Das ist nicht nur eine übergeordnete Struktur, sondern es gibt immer auch zugleich die persönliche Verantwortlichkeit für das, was geschieht. Kein Mensch muss das tun. Jeder hat die Möglichkeit, auch unter den Durchführern, auch beim MDR zum Beispiel, diese Lügen einfach nicht weiter zu verbreiten, sondern zumindest mal anzumerken, dass es eine riesige Anzahl an fachlichen Gegenstimmen dazu gibt. So. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Wir schreiten jetzt zur Abstimmung. Erste Abstimmung. Sind Sie für das sofortige Ende der Corona-Maßnahmen auch in Deutschland? Dann bitte ich Sie hiermit um Handzeichen, Lautäußerungen. Ja! Vielen Dank. Zweite Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Bitte jetzt. Keine wahrnehmbaren. Zweite Abstimmung. Sind Sie für die Wiedereinhaltung des Grundgesetzes, des Nürnberger Kodexes und des Menschenrechts in deren Wortlaut und Sinn? Dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Lautäußerung. Vielen Dank. Gegenstimmen? Nicht wahrnehmbar. Drittens, sind Sie für Neuwahlen, Brechung des Parteienprivilegs und das imperative Mandat? Dann bitte ich Sie jetzt um Lautäußerung und Ihr Handzeichen. Okay. Gegenprobe, Nein stimmen, nicht wahrnehmbar. Viertens, sind Sie für Volksentscheide über alle grundlegenden Angelegenheiten, zum Beispiel Währung oder Bündnisfragen wie NATO, Nicht-NATO, andere Bündnisse, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen oder und Lautäußerung. Gegenstimmen? Nein, stimmen? Nicht wahrnehmbar. Fünftens, sind Sie für eine Verfassungserneuerung auf textlicher Basis des Grundgesetzes mit Wirtschafts- und Sozialcharta? Dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Lautäußerung. Ja? Danke. Gegenstimmen dazu? Nicht wahrnehmbar? Vielen Dank. Das war dann zumindest mal eine Volksabstimmung des Anwesenden. Deutschen Volkes, der Menschen, die hier in unser aller Land wohnen, und bedanke mich ganz herzlich. Es lebe Leipzig, eine tolle Stadt. Sie könnte so schön sein, wenn zum Beispiel solche Fake-Veranstaltungen sich auch mal, zumindest jene, die sich dann noch verführen lassen, auf der anderen Seite sich veräppeln zu lassen, sich mal entscheiden, diese Seite hier mal anzugucken und ihre eigenen Forderungen hier klar vorzutragen. Die sind nämlich hier willkommen. So, ganz herzlichen Dank, einen angenehmen Montagabend, und wir werden nicht weichen. Schön, dass ihr heute hier seid. Wer unserem Kanal noch nicht folgt, ruhig bei Telegram auf Freie Sachsen gehen, folgen. Dort kommen die Termine für jede Woche rein, wo in welcher Stadt, wann welcher Protest ist. Und lasst uns gemeinsam den Winter über auf die Straße gehen, um der Regierung zu zeigen, was wir von ihr halten. Danke! Ja.
Ich würde die Veranstaltung damit